Hallo zusammen, ich habe heute wieder eine neue Aufnahme Trials Evolution Gold Edition für euch. Und heute möchte ich eigentlich gar nicht so viel über Trials sprechen, sondern erstmal über die aktuellen Geschehnisse in der Gaming-Welt. Und die wären natürlich E3 aktuell. Und da gibt es ja jetzt endlich, oder gab es mal die PlayStation 4 zu sehen. Es gab natürlich auch noch mal ein bisschen was zur Xbox One. Ja, und ich habe mir heute so den ganzen Tag über immer mal wieder Trailer angeguckt. Prinzipiell muss ich erst mal sagen, was uns da, also uns Gamer, erwartet im kommenden oder in diesem Jahr noch und auch im kommenden, ist schon echt richtig geil. Also da waren ein paar absolute Knallerspiele dabei. Und zwar so ziemlich aus, ja, aus jedem Bereich. Ob es jetzt Rennspiele waren oder Shooter. Was ich richtig klasse finde, ist, dass vor allen Dingen dass viele neue Spiele sind. Also das heißt, es sind nicht, es ist, natürlich kommt ein neues Call of Duty Ghost, aber es ist halt, das ist nicht alles. Also es kommt bei weitem mehr. Es kommen einfach mal neue Franchises raus, neue Spiele, bisschen frische Ideen, frischer Wind. Das ist, finde ich, sehr lobenswert. Da hat man ja doch gemerkt, die Gaming-Industrie weigert sich da so ein bisschen, wirklich mal was Neues auszuprobieren. Ja, man hat immer so schön gesagt, ne, die wollen die Kuh noch melken, die Geldkuh. Also wie jetzt eben speziell Call of Duty. Das ist so das Paradebeispiel, wo man sagt, naja, das kommt jeden Jahr, oh mein Gott, jedes Jahr ein neues raus. Und oftmals dann noch mit der alten Grafik-Engine und ja, im Prinzip kaum Neuerungen. Ich habe sie mir trotzdem auch gekauft, das muss ich schon sagen. Aber letztendlich hätte man viele der Neuerungen. Irgendwas stimmt mit meinem Sprachzentrum gerade nicht. Viele der Neuerungen hätte man auch einfach Patch nennen können. Und ja. Da sind jetzt die Spielehersteller mal einen anderen Weg gegangen. Natürlich wird sich zeigen, oder ich hoffe, es wird sich lohnen, auch für die Spielehersteller, damit man einfach mal wieder diesen Weg einschlägt, Neues zu entwickeln und nicht Altes immer wieder neu aufzukochen. Und ja, es wird sich aber zeigen. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, es waren auf jeden Fall einige Kracher dabei. Ich werde in dieses Video mal meine persönlichen Highlights nachher unten anfügen von den bisherigen Spielen, die ich gesehen habe. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass es auch neue Spiele sind, fallen mir gerade einfach die Namen nicht ein. Auf jeden Fall war da viel Schönes dabei. Und ich habe es im Facebook heute den ganzen Tag über schon gepostet. Und das mache ich einfach. Die Videos, die stelle ich euch hier nochmal rein. Ihr könnt auch gerne mal auf unseren Facebook-Account schauen. Den werde ich auch in dieses Video, in die Beschreibung mit reinpacken. Ja, da habe ich so ein bisschen was dazu gepostet. Ich bin auf jeden Fall echt gespannt und ich freue mich richtig auf die neuen Konsolen. Und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema, nicht nur die Games, sondern die Konsolen quasi selber. Die PlayStation 3 wird dann ja für 399 Euro zu haben sein. Und die Xbox One für 499. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich gerechnet, sondern ich dachte eigentlich, dass die PlayStation eher teurer wird.
Ja, aber es ist ja auch mal schön, da überrascht zu werden. Das ist natürlich schon ein herber Schlag für Microsoft, die Xbox mal locker 100 € teurer zu haben bei so einem Preis ist. Oh mein Gott, was ist das für eine Runde? Ja, das ist schon heftig. Ich denke, dadurch alleine gehen schon viele, viele Käufe verloren. Und ich bezweifle, ehrlich gesagt, dass die Xbox dieses Jahr mithalten kann mit der PlayStation. Wie gesagt, der Preis ist schon mal das erste K.O.-Kriterium. Was natürlich richtig heftig ist, ist der, ich nenne es mal Online-Zwang. Es ist ja nicht direkt ein Online-Zwang. Man kann ja offline immerhin noch seine Blu-rays schauen. Das ist ja was ganz Tolles. Aber die Xbox connectet sich ja dann also einmal am Tag, möchte sie sich gerne mit Microsoft verbinden. Und ja, im Prinzip so ein bisschen eine kleine Spieleüberprüfung machen. Das heißt, da wird geguckt, so wie es jetzt aussieht zumindest, ob die Spiele, die man besitzt, auch wirklich alle legal erworben sind. Ja, wenn dieser Connect einmal am Tag nicht stattfinden kann, dann hat man genau eine Stunde Zeit, offline zu spielen. Danach geht nichts mehr, außer noch Blu-rays gucken oder DVDs gucken. Das finde ich halt schon ein bisschen extrem. Also, das heißt im Prinzip, so ein richtiges Offline-Spielen ist gar nicht mehr möglich. Wird einem halt immer positiv verkauft, ja, durch das ständige Online-Sein sind noch größere dynamische Welten, bla, möglich. Aber letztendlich ist es nur zur Kontrolle. Ja, und das finde ich schon so ein bisschen blöd. Also, wenn ich überlege mit meiner PlayStation, da kann es auch mal vorkommen, je nachdem, was für Spiele ich habe, dass ich da, obwohl ich viel spiele, wochenlang nicht online bin oder auch gewesen bin, weil ich halt ja, den Bedarf nicht hatte. Und es nervt dann halt auch zum Beispiel einfach, wenn man dann immer die ganzen Nachrichten kriegt, wenn man online ist und ja, immer wieder daran erinnert wird, jetzt ist Freund sowieso online und keine Ahnung was. Also da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt und deswegen bin ich dann quasi mit meiner Konsole offline geblieben. Ja, das wird bei der Xbox nicht mehr möglich sein und ich glaube auch, das ist ein ganz, ganz großes K.O.-Kriterium. Und da hat sich Microsoft keinen Gefallen mitgetan. Und Sony hat es halt einfach besser gemacht, wobei man da auch aufpassen muss. Mein Kenntnisstand ist, dass Sony einen nicht dazu zwingt, online zu sein, aber das Ganze einfach abdrückt auf die Publisher und sozusagen den schwarzen Peter da wegschiebt. Und wenn man mal ehrlich ist, ist der ein oder andere Publisher, dem man da durchaus zutraut, diesen Online-Zwang einzuführen. Da könnte man jetzt zum Beispiel mal EA nehmen, die ja mit ihrem Online-Pass ziemlich nach vorne geprescht sind. Die haben ihn jetzt zwar erst vor kurzem wieder, ja, haben sie gesagt, es wird keinen Online-Pass mehr geben und dann haben ihn auch mit sofortiger Wirkung quasi eingestellt. Aber man könnte dann natürlich auch mal hinterfragen, warum ist das Ganze passiert? Also zum Beispiel ist es vielleicht, weil sie wissen, dass sie in Zukunft eh auf der Xbox den Online-Zwang haben und auf der PlayStation ihn halt dann einfach so durchsetzen können. Und dann haben sie jetzt nochmal ein bisschen positive Presse gehabt, dadurch, dass sie halt quasi diesen Pass eingestellt haben. Ja, das ist natürlich, dann ja, sieht die Sache schon wieder anders aus. Dann ist es nicht mehr so positiv, wie es einem verkauft wurde. Und ja, das bleibt halt einfach jetzt mal abzuwarten, was da noch rauskommt. Ich befürchte, das wird man aber auch erst wissen und sehen, wenn die Konsole dann da ist und die Spiele eine Zeit auf dem Markt sind. Vorher, ja, ist das alles nur so ein bisschen Rätselraten und Vermutungen. Ja, mal gucken, was da noch passiert. Auf jeden Fall ist das auch, muss ich sagen, trotzdem bisher ein Pluspunkt für die PlayStation 4. Weil sie halt erstmal einen nicht dazu zwingt. Und man kann ja dann immer noch sagen, wenn ein Spiel den Online-Zwang
durchsetzen will, dann kann man ja im Prinzip sich dem noch verweigern und das Spiel halt nicht kaufen. Ich nehme jetzt, man nimmt halt eine Alternative, zum Beispiel wenn EA diesen Online-Zwang hat, dann müsste man halt umsteigen auf Pro Evolution Soccer, wenn es um Fußball geht. Es ist jetzt halt die Frage, klar, ob man das dann will. Aber man hat zumindest noch die Optionen, während man sie bei der Xbox nicht mehr hat. Und von daher denke ich, da hat auch wieder die PlayStation gepunktet. Und dann sind es schon zwei ganz große Pluspunkte, also das Geld und dieser Online-Zwang. Der Nachteil natürlich bei der PlayStation, das wurde ja verständlicherweise nicht so laut angepriesen und so viel. Der Online-Modus wird was kosten, ähnlich wie es jetzt bei Xbox Live ist, wird bei der PlayStation der Online-Modus 4,99 im Monat kosten. Und ja, es ist, also man kann es schon positiv sehen, wenn die 4,99 in eine ordentliche Serverstruktur und Hardware gesteckt werden, dann ist das alles okay, weil das PlayStation Network jetzt nicht unbedingt das, ja, oh, das war ein blöder Sturz, nicht unbedingt das stabilste ist. Ja, von daher, wenn das Geld da reinfließt, ist das Ganze noch positiv, weil dann die Gamer davon auch was haben. Wenn das Geld natürlich einfach nur so, ja, wirklich in die eigene Tasche fließt, um mehr Gewinn zu haben, dann ist das Ganze totaler Mist. Aber auch das wird sich leider erst zeigen, wenn es dann soweit ist, weil erzählen können da jetzt die Publisher auch viel. Das, wobei sie es zu dem Thema auch nicht wirklich bis jetzt gemacht haben. Publisher, sage ich schon. Die Hersteller wie Sony, Microsoft. Ja, also es könnte sein, dass da das, ups, da war ich ein bisschen voreilig, dass Sony durch diese Mehreinnahmen versucht ein bisschen ja, das PlayStation Network konkurrenzfähiger zu machen im Vergleich zu Microsofts Version. Und das wäre sehr schön, aber ja, wird sich zeigen. Und tja, das wäre dann nochmal ein Haken an der PlayStation. Wobei es in Summe, glaube ich, trotzdem noch das Positive da überwiegt. Die 5 Euro im Monat, denke ich, kann man verschmerzen, zumal sie halt auch nur sind, wenn man Online-Spiele spielen will. Also das heißt, wenn jetzt jemand sagt, er spielt eh prinzipiell nur offline, dann muss er diese 5 Euro für die, also es ist die PlayStation Plus-Mitgliedschaft, nicht zahlen. Und wenn man sie zahlt, hat man immer noch den Vorteil, dass man kostenlos Spiele bekommt, wie es jetzt aktuell im PlayStation Plus auch schon der Fall ist. Und mit den Spielen kann man dann natürlich, also die hat man ja, solange man PlayStation Plus Mitglied ist, und ja, nachdem man da ja für den Online-Modus zahlen muss, wird das bedeuten, man ist es wahrscheinlich, solange man die PlayStation 4 hat, was wieder bedeutet, man hat die Spiele, die kostenlosen, die es da teilweise gibt, ja, ein Konsolenleben lang oder ja, vielleicht auch mehrere Konsolenleben, je nachdem, wie lange sie halten. Von daher, also war auf jeden Fall interessant, die E3 bis jetzt. Und mal gucken, was da noch alles kommt. Es hat ja gerade erst angefangen. Ja, bleibt abzuwarten, ob jetzt zu den Konsolen noch mehr kommt oder ob die jetzt direkt schon alles gesagt haben. Es werden auf jeden Fall, denke ich, noch einige Spiele-Trailer folgen. Wobei da, wie gesagt, jetzt auch, ich fand die durch die Bank echt positiv, die es heute gab. Ja, bleibt abzuwarten, ob die anderen das dann auch sind. Aber das werden wir sehen. Und jetzt würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, und ich mache mich mal dran, das Video hochzuladen, damit ihr dann auch die ganzen Links in der Beschreibung habt zu den Videos der Spiele, Previews, teilweise auch Gameplay-Szenen. Ja, macht's gut, vielen Dank, tschüss, euer Morlum.